Hallo, da bin ich wieder. Heute starten wir das Video mal mit einem kleinen Quiz. Wisst ihr denn, in welcher Staatsform wir hier in Deutschland leben? A. Demokratie, B. Monarchie, C. Biografie oder D. Rindvieh? Richtig, B. Monarchie. Wir leben in einer Monarchie. Zumindest wenn es nach ihm hier geht. König Peter I., Staatsoberhaupt vom Königreich Deutschland. Vor einem halben Jahr habe ich in einem Beitrag von Spiegel TV gesehen, dass dieser Mann tausende Untertanen hat und in Ostdeutschland sogar seinen eigenen Staat ausgerufen hat. Und weil ich das so kurios fand, habe ich mich eingeschlichen. Das sogenannte Königreich Deutschland wurde von Peter Fitzek gegründet. Nach seinen Jobs als Koch, Karatelehrer und Esoterikladenbetreiber ließ er sich 2012 mit Schwert, Krone und Hermelinmantel zum König ausrufen. Ziemlich steile Karriere. Seitdem ist das erfundene Königreich eine Brutstätte für Verschwörungstheorien, Wahnvorstellungen und Schwurblern. Und wenn ich will, kann ich sehr gefährlich sein. Aber meistens will ich das gar nicht. Klingt erstmal harmlos. Doch auch die Reichsbürger Adrian Ursache und Wolfgang Plahn haben zwar eigene, angeblich friedliche Staaten ausgerufen und dann bei Zwangsräumungen auf Polizisten geschossen. Und auch der Mörder des CDU-Politikers Walter Lübcke glaubte an die große Verschwörung, genau wie das Königreich. Peters Staatsgebiet ist größer. Es besteht aus einem Grundstück in Sachsen-Anhalt und 2 Millionen Schlössern in Sachsen. Finanziert wird das durch Spenden seiner Untertanen. Dafür machen sie auch gerne mal 5-stellige Beträge locker. Und das, obwohl König Peter 2017 verurteilt wurde, weil er 1,3 Millionen Euro seiner Spendengelder veruntreut haben soll. Doch wieso unterstützen weiterhin tausende Menschen ein ausgedachtes Königreich? Wieso lehnen diese Menschen unseren Staat und die Gesetze ab? Und wie leicht ist es, Mitbürger des sogenannten Königreichs Deutschland zu werden? Ich habe gerade mal auf die Website vom Königreich Deutschland geschaut und was mir als erstes auffällt, ist, dass sich alles um das Thema Spenden dreht. Und da gibt es direkt 4 Möglichkeiten, das Königreich zu unterstützen. Nummer 1, die Eurospende. Das heißt, man überweist einfach Geld, aber deklariert es als Spende, sodass das dann natürlich am Ende nicht versteuert werden muss. Nummer 2, die E-Mark-Spende. Das heißt, man spendet seine hart verdienten Euros und bekommt dafür im Wechsel eine E-Mark bzw. ein Engel, eine ausgedachte Währung vom Königreich Deutschland. Und da das ja nur ein Währungswechsel ist, fällt auch da keine Steuer an. Die Nummer 3, man überschreibt Eigentum. Und da blende ich euch einfach mal die Seite ein, denn die spricht schon Bände. Dort wird nämlich gezeigt, wie man einen Laptop verpacken und beschriften kann, damit es auch für jeden ersichtlich ist, dass dieses Eigentum jetzt kostenlos in die Hände vom Königreich Deutschland übergeht. Aber es geht auch noch krasser, denn man kann seine Wohnung, sein Haus und sein Grundstück dem Königreich kostenlos überschreiben, damit nicht nur das Staatsgebiet wächst, sondern auch jeder die Chance hat, mit dem König in einer WG zu leben. Nummer 4, die Wunschliste. Denn wie jedes OnlyFans-Girl hat auch das Königreich selbst eine fucking Wunschliste, wo alle Produkte aufgelistet sind, die sie noch gebrauchen können. Und da habe ich natürlich nicht lange gefackelt und habe direkt mal zugeschlagen. Zum Beispiel wünschen sie sich eine Bohrmaschine und auch dazu die passenden Aufsätze. Und da ich knapp bei Kasse bin, habe ich einfach nur die Aufsätze gekauft, in der Hoffnung, dass sie sich auch darüber freuen, auch wenn sie sie natürlich jetzt überhaupt nicht verwenden können. Das gleiche Prinzip haben sie auch für ein Laminiergerät. Kostet so 300 bis 500 Euro, aber für ein Laminiergerät braucht man natürlich auch die passenden Folien. Zwar können sie jetzt mit den Folien auch nichts anfangen, aber zumindest haben sie dafür einen Teil schon. Und sie wünschen sich ganz viel Kamera-Equipment, Mikrofon-Equipment, damit sie natürlich ihren eigenen PerTube, richtig, sie haben ein eigenes YouTube, das sie PerTube nennen, bedienen können. Und dafür habe ich einmal nochmal die passenden Kabel gekauft, auch wenn die Mikrofone dafür noch fehlen. Aber viel, viel spannender ist das dritte Paket. Da drin befindet sich die Verfassung vom Königreich Deutschland. Erinnert mich so ein bisschen an die Schulzeit, sieht nämlich so ein bisschen aus wie so ein Grimms Märchenbuch. Und das werde ich natürlich direkt mitnehmen, in der Hoffnung, dass König Peter himself mir das unterschreibt. Ich bin auf dem Weg nach Lutherstadt-Wittenberg. Dort befindet sich das Königreich Deutschland und ich habe mich dafür ein bisschen in Schale geworfen. Das Gute ist, es ist ja bald wieder WM und dementsprechend sind diese Fahnen sehr, sehr günstig. Und wenn man die einfach umdreht, dann hat man die Farben des Königreichs. Und ich finde, so sollten wir doch einen gebührenden Staatsempfang bekommen. Das hier soll heute unsere Eintrittskarte sein. Danke, Marc Gebauer, für die Tüte. Ich habe sie gut wiederverwendet, recyceln und so. Denn mit Stil möchte ich natürlich meine Geschenke übergeben und habe natürlich auch die Verfassung dabei, die ich mir von König Peter I., Menschensohn, unterschreiben lassen möchte. Da stehe ich also nun vor den Toren des Königreichs. Eigentlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Doch plötzlich tauchte eine Frau in einem weißen BMW auf. Boah, irgendwie macht keiner auf. Angemeldet? Nee, leider nicht. Also Geschenke?
Einreisen geht heute also nicht. Das ginge nur, wenn man eine Privataudienz beim König vereinbart hätte. Die Geschenke könne hingegen auch sie annehmen. Immerhin versprach sie mir dafür, meine Verfassung unterschreiben zu lassen. Und am Ende gab es dann noch den entscheidenden Hinweis. Vielleicht wäre die schlauere Herangehensweise gewesen, dass ich vorher mir die Staatsbürgerschaft geholt hätte, aber dann hätte ich ja meine Daten schon hingeben müssen. Die hätten sicherlich einmal gegoogelt, im Gegensatz zu deutschen Bürgerämtern. Ich komme gerade vom Tag der offenen Tür in Lutherstadt Wittenberg. König Peter war leider nicht mit dabei, aber dafür einige Stände, wo man allerlei Dinge kaufen konnte. Zum Beispiel einfach diese alternativen Heilmittel. Das eine nennt sich Terpentin, das andere heißt kollodiales Silber. Beides kann man sowohl trinken als auch drin baden. Und dann soll das ganz wunderbar jegliche Wunden und Entzündungen heilen. Was genau dort drin ist und vor allem wo das herkommt, das hat man leider nicht erfahren. Alle Infos dazu findet man auf einem schief abgeschnittenen Blatt Papier. Dort steht auch drauf, dass, Zitat, überall, wo Antibiotika das Mittel der Wahl unserer Schulmedizin ist, kannst du dein Silberwasser einsetzen. Und jetzt habe ich mal gegoogelt, Schulmedizin ist tatsächlich auch ein Begriff, der zur NS-Zeit häufig verwendet wurde, weil man gesagt hat, hier, alternative Heilmittel sind die neue deutsche Heilkunde und alles, was Ärzte und Unis so machen, das ist verjudete Schulmedizin. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Antibiotikum, was einfach schon Millionen Leben gerettet hat, oder diesem Silberwasser hier, dann weiß ich aber ganz klar, was ich verwenden werde. Boah. Das Ganze passt aber auch irgendwie zu meinem Gesamteindruck, denn es wurde immer wieder gesagt, man möchte transparent sein, aber vor Ort wurde weder was zu den Einnahmequellen gesagt, noch dazu, was die Leute erwartet, wenn sie sich dem Königreich anschließen. Und damit kommen wir auch zum Sponsor des heutigen Videos, denn auch Clark setzt sich für mehr Transparenz ein. Es ist ja eine häufig diskutierte Sache und deswegen möchte ich es heute auch nochmal ansprechen. Wenn du deine Versicherung in der Clark-App hochlädst, überträgst du das sogenannte Maklermandat. Nur durch das Maklermandat kann Clark deine Schäden abwickeln, dich bei Unter- und Überversicherung beraten und auch deinem Kündigungswunsch nachkommen. Dabei werden auch keine Versicherungen gekündigt oder durch andere ersetzt, solange du das nicht in Auftrag gibst. Dein Vorteil ist, Clark kann unabhängig zwischen 180 verschiedenen Anbietern den Tarif raussuchen, den du brauchst. Also lad dir gerne die kostenlose Clark-App über den Link in der Videobeschreibung runter und dann gibt es wie gewohnt pro hochgeladener Versicherung noch einen 15 Euro Best-Choice-Gutschein. Vielen Dank an Clark für die Unterstützung bei meinem Projekt und jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Vor wenigen Tagen war in Wittenberg der Tag der offenen Tür vom Königreich Deutschland. Das bedeutet nichts anderes als, man fährt hin, wird von einem Typ in gelber Warnweste zum Parkplatz eingewiesen, geht rein, legt sein Perso oder seinen Führerschein vor und dann bekommt man tatsächlich ein handfestes Visum ausgestellt. 5 Euro. Auf dem riesigen Staatsgebiet gibt es neben einer eigenen Autowerkstatt, einem Sägewerk und einer Lagerhalle auch einen Bürokomplex, wo an dem Tag einige Vorträge gehalten wurden. Die Leute vor Ort waren relativ bunt gemischt. Auf der einen Seite hat man Öko-Hippies, die barfuß rumgerannt sind. Auf der anderen Seite hat man Impfgegner und rechtsorientierte Glatzenträger in ihren Motto-Shirts, aber halt auch zwischendurch ganz normale Leute wie du und ich. Dort war zum Beispiel eine Mutti, die sich später als Lehrerin geoutet hat, die allen Ernstes behauptet hat, sie kommt mit diesem System nicht mehr klar, sie möchte jetzt ihre Tochter von der Schule nehmen, die steht kurz vor dem Abi, aber sie glaubt nicht mehr an dieses System und möchte am liebsten ins Königreich einziehen. Sie war auch nicht die einzige Mutti, denn zwischen den ganzen Vorträgen sind mindestens 20 bis 30 Kinder rumgerannt, die nichts anderes machen wollten als Fangen und Verstecken spielen. Und zwischendurch wurde auf der Bühne einfach mal darüber gesprochen, dass man sich nicht mehr frei fühlen würde, dass das System in Deutschland so nicht mehr existieren könne und man unbedingt eine Änderung braucht. Bei meiner Recherche zum Königreich Deutschland bin ich auf Tobias Ginsburg gestoßen. Er selbst hat ein Buch geschrieben, Die Reise ins Reich, und war monatelang undercover im Königreich und bei anderen Reichsbürger. Wir haben die Vorstellung, dass Antisemiten, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremisten, die sollen immer noch so aussehen wie in den 90er Jahren. Die sollen sich eine Glatze rasieren und die sollen Ronny heißen und Springerstiefel tragen und mit dem Basie durch die Straße laufen. Im besten Fall pissen sie sich in die Hose. So, dann haben wir Nazi, den wir geil finden. Dass jemand auch ein Antisemit sein kann und Zucchinis im Garten zieht und voll den schönen veganen Bärlauchsalat macht und dann an der Gitarre am Lagerfeuer sitzt, das geht nicht, ne? Das kommt nicht in unseren Kopf rein, weil das haben wir auch in der Schule gelernt. Die Nazis sind doch die Bösen und die sind doch nicht böse. Die glauben aber im Grunde an eine rechtsextreme Verschwörungstheorie. Das zieht sie alle an, ob sie es checken oder nicht. Ja, die Scharlatane, die Leute, die daraus politisch und finanziell Kapital schlagen, die wissen genau, was sie tun. Nachdem ich also bei meinem ersten unangekündigten Besuch und bei meinem Besuch beim Tag der offenen Tür keinen Erfolg hatte beim Königreich Deutschland, habe ich mir überlegt, möchte ich bei einem internen Event dabei sein.
Das Problem ist nur, bei so einem internen Event, wie der Name schon sagt, sind auch nur interne Leute eingeladen und dafür muss man Staatszugehöriger oder Angehöriger sein. Der Unterschied dazwischen ist, Staatsangehörige sind wir alle von der Bundesrepublik Deutschland. Staatszugehörig ist quasi sowas wie eine Vereinsmitgliedschaft. Und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen, einfach mal den Anmeldebogen auszufüllen. Das ist im Grunde nichts anderes, als würde man sich beim Fitnessstudio oder beim Kegelclub anmelden. Nur habe ich hierbei natürlich darauf geachtet, den Prinzipien des Königreich Deutschlands zu entsprechen und habe so ein bisschen im Verschwörungstheorie-Sprech geschrieben. Zum Beispiel bei der aktuellen Staatsangehörigkeit habe ich geschrieben, dass ich zur BRD GmbH gehöre. Mein Name, mein Bild und diese kuriose Aussage haben nicht ausgereicht, dass ich auffliege und somit habe ich ein paar Wochen später diese tolle Staatszugehörigkeitsurkunde bekommen. Und das heißt, mit 50 Euro, die ich dafür bezahlt habe und meinen Daten, bin ich jetzt offizieller Staatszugehöriger vom Königreich Deutschland. Und das Beste daran ist, als Staatszugehöriger kann ich jetzt auch zu den internen Events gehen und weiß, dass wenn ich dort mit Leuten spreche, dass sie definitiv zum Königreich gehören. Und jetzt bekomme ich hoffentlich einen ungeschönten Blick hinter die Fassade vom Königreich Deutschland und König Peter I., der jetzt ja auch irgendwie mein König gerade ist. Ich habe eine Einladung bekommen zu einem internen Event vom Königreich Deutschland. Und da steht drin, hallo Marvin, hast du Lust beim Aufbau der neuen Welt mit anzupacken? Und ich sage ja. Und eigentlich wäre jetzt der normale Weg, diese E-Mail in den Spam zu verschieben. Ich hingegen, ich freue mich. Ich fahre in ein paar Tagen nach Sachsen und finde da heraus, wie die Leute vom Königreich Deutschland wirklich ticken. Lieben Gruß aus Sachsen, aus Bärwalde bei Boxberg. Dort findet nämlich heute das Event vom Königreich Deutschland statt. Vision wird Tat. Und das bedeutet nichts anderes als Staatsangehörige und Zugehörige kommen in das Schloss Bärwalde, um das zu sanieren. Der Ton muss natürlich mitgeschnitten werden und deswegen bin ich wie ein V-Mann verkabelt. Ich gebe zu, ich bin ultra aufgeregt, weil ich ja wirklich alleine bin und nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich habe mir in den letzten Tagen auch häufiger die Frage gestellt, inwieweit ich denn vor Ort mithelfen kann und ob ich das denn auch möchte. Dabei bin ich aber zum Entschluss gekommen, dass ich ja irgendwas arbeiten muss, um dann auch meine Fragen stellen zu können. Und jetzt habe ich neben meiner Angst aufzufliegen auch ein bisschen Schiss, mich dabei zu verletzen, weil ich irgendeine Arbeit mache, von der ich keine Ahnung habe und dann kann ich mir meine nächsten Videos abschminken. Und deswegen schaue ich jetzt mal in meine Clark-App rein und schaue, ob ich denn auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Und ich sehe, ich habe zwar eine Unfallversicherung, aber keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn mir heute beispielsweise ein riesiger Stein aus der Schlossmauer auf den Fuß fällt, dann sind die nächsten Projekte gelaufen und ich habe keine Einnahmen mehr. Tatsächlich ist eine Unfallverletzung einer der häufigsten Gründe bei einer Berufsunfähigkeit. In der kostenlosen Clark-App stehen dir die Experten jederzeit zur Verfügung und beraten dich passend zu deiner Lebenssituation. Checkt also gerne mal den Link in der Videobeschreibung. Ich bin an dem Tag in das Schloss Bärwalde gelaufen und stand erstmal vor 10 bis 20 Mitgliedern vom Königreich Deutschland. Und eigentlich war meine Stimmung ziemlich gut, weil ich gedacht habe, dort wird niemand meine Videos schauen. Hat aber nicht lange gedauert, dann wurde ich angesprochen, ob ich nicht der YouTuber Marvin wäre und was ich denn hier suchen würde. Tagchen, hallo Marvin. Warte mal, ich kenne dein Gesicht. Bist du YouTuber? Ich habe auch einen YouTube-Kanal, genau. Krass! Was treibt dich hierher? Ich habe mich angemeldet, ich bin Staatszugehöriger jetzt seit ein paar Monaten und dachte, ich melde mich einfach mal an und schaue mir das an, was ihr hier so macht. Uns wurden dann die Aufgaben zugeteilt und für mich war es vorgesehen, dass ich gemeinsam mit zwei anderen den Boden in einem kleinen Raum rausstemme. Das heißt, einer hat einen Presslufthammer bekommen und zwei andere eine Schaufel. Und dann hieß es stundenlang Steine klopfen. Mein Arbeitsplatz für heute. Das war eigentlich mein ganzer Boden und hier muss das jetzt alles abgetragen werden. Stimmt das? Musst du sehen. Sonst tue ich alles, damit ich das nicht aufsetzen muss, aber hier mache ich es freiwillig. Den Maulkorb kannst du auch aufsetzen, wenn du möchtest. Ist das schon. Wir haben uns dann unseren Maulkorb aufgezogen und dann ging es auch schon los mit der Arbeit. Und währenddessen hat mir der Kollege erzählt, wie er im Königreich gelandet ist. Denn er ist momentan arbeitslos, war lange Musiker, aber die Corona-Pandemie hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und bin dann wieder auf das Grundstück meiner Eltern, also das ist sehr großes, wo man sich auch austun kann. Ja. Durchaus Potenzial bietet für einen weiteren KRD-Stützpunkt. Hast du das schon mal vorgeschlagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Und meine Eltern sind auch aufgeschlossen, auf jeden Fall. War auch schon Kontakt zur offenen Tür. Es ist Mittagszeit, es ist jetzt so 13, 14 Uhr. Ich habe mich jetzt mal hier in so einen Waldabschnitt gesetzt, ja so 300 Meter entfernt vom Schlossgrundstück, um das einfach erstmal sacken zu lassen. Ne? Also wir haben zum Beispiel den, der ist
ungefähr so alt wie ich, macht ursprünglich Musik, kann von der Musik nicht leben, dann kam die Pandemie und es ging ganz bergab damit. Das hat halt in ihm eine Unzufriedenheit hervorgerufen, sich jetzt dem Königreich anzuschließen. Und das Kuriose daran ist, dass er mir sagt, dass er seit Juni diesen Jahres dabei ist und jetzt irgendwie eine Probewoche macht, um zur Kerngesellschaft zu hören. Das heißt, es gibt verschiedene Klassen von Gesellschaften. Er hat mir auch erzählt, und das, obwohl er erst 3 Monate dabei ist, führt er schon Gespräche mit seinen Eltern, die hier in Sachsen ein Haus und ein Grundstück besitzen, ob die nicht bereit wären, dieses Haus und dieses Grundstück abzutreten ans Königreich Deutschland. Und da bin ich ehrlich, da musste ich schon schlucken. Das Haus und das Grundstück, für das mehrere Generationen seiner Familie wahrscheinlich gearbeitet haben, möchte er einfach diesem System übermachen. Ich meine, komm, wir leben in so einem komplizierten, eiskalten Kosmos. Mit so schwierigen Problemen auf der Welt. Jetzt gibt's Inflation, jetzt wird das Geld knapp, es gibt einen Krieg, es gibt immer noch ein bisschen Pandemie. Und wenn dann jemand sagt, nee, es ist ganz, ganz einfach. Es sieht nämlich so aus. Hier sind wir, das sind die Guten, und da sind die Bösen, die Verschwörer. Wow, verstehe ich, das ist angenehm. Kurze Zeit danach habe ich dann einen zweiten Kollegen kennengelernt, 17 Jahre alt Schüler, und hat an dem Tag die Schule geschwänzt, um beim Königreich dabei zu sein. Nur ist er jetzt noch nicht ganz so lange dabei und ist sich nicht sicher, wem er glauben soll. König Peter Fitzek dem I. oder seinem zweiten Messias, den ich bislang auch noch nicht kannte, nämlich Geistheiler Sananda. Und der soll ganz verrückte Sachen können. Weißt du, was ein Indigo-Mensch ist? Nee. Ein Indigo-Mensch ist ein sehr spiritueller Mensch, der hellsichtig. Ich habe mir so ein Klientenfeedback angeguckt und da hatte einer seit der Kindheit Probleme mit dem Hals. Und dann hat er so ein Schlangenwesen aus seinem Mund kommen sehen. Und dann hat sich auf der Wand gegenüber so ein Portal geöffnet, wo das so durch ist. Auf einmal waren alle Probleme weg. Aber sein Mann sagt eben, eine Scheibe ist. Also es ist eine Kugel, aber wir leben auf einer Scheibe quasi. Und zum Beispiel ein Hubschrauber könnte einfach, wenn die Erde sich drehen würde, könnte der einfach hochfliegen und quasi auf das Ziel warten. Also erstens, Geistheiler Salamander kann irgendwelche Schlangenwesen aus deinem Hals befreien. These Nummer 2, die Erde ist eine Scheibe mit einer Kuppel drüber, weil wenn die Erde eine Kugel wäre, dann müssten die Helikopter ja eigentlich nur hochfliegen und auf ihr Ziel warten. Die Mondlandegeschichte ist auch erfunden und so ging das Stunde um Stunde. Und dann ging es auch um das Thema Reptiloiden. Michelle zum Beispiel. Es gibt auch so eine Nachrichtensprecherin, die heißt Ulrike von der Röhm. Warum gerade die? Weil die in einer mächtigen Situation sind, oder? Die haben natürlich einen großen Einfluss als Musik, hat ja auch Wirkung auf uns Menschen. Schlagerstar weiß, dass er ein Reptil ist und was Böses im Sinn hat, dann kann er natürlich die Musik auch nutzen, um uns zum Beispiel abhängig zu machen oder so. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal von Reptiloiden gehört. Echsenmenschen, die in Promis und Politikern stecken und die uns alle versklaven wollen. Er hat jetzt ja zum Beispiel gesagt, dass die Schlagersängerin Michelle eine Reptiloidin wäre und auch die Nachrichtensprecherin Ulrike von der Gröhm. Deswegen habe ich beide mal für ein Interview angefragt und das Management von Ulrike von der Gröhm schrieb mir, leider ist Ulrike aktuell ziemlich stark bei RTL eingebunden, deswegen muss ich leider passen. Ich kann Ihnen aber versichern, dass der Kollege sich irrt und Uli ein reines Erdenwesen ist. Zwinker-Smiley. Aber das Management von Michelle hat mir bis heute nicht geantwortet. Sass. Und während wir da so lustig über Geistheilung und Echsenwesen diskutiert haben, hat sich ein dritter Kollege eingeschaltet, der uns heimlich belauscht hat. Und der hat uns dann eben mal so erzählt, warum er glaubt, dass Fukushima menschengemacht ist. Also Fukushima zum Beispiel, das sind Sachen, die sind inszeniert worden. Also nehmen wir mal Fukushima in Japan. Mhm. Bei Japan war es ja meines Wissens nach ein Erdbeben. Wie soll man das dann? Das war ein Tsunami, ist ja ein Unterbeben. Das sind Wellen, das ist Frequenz, das ist Energie, die da schießt. Dann wird, oder in das Erdreich, was da unten ist, dadurch fängt das an zu vibrieren. Und dann schickt man noch ein paar Wellen, also Energie dazu. Und dann entsteht der Tsunami. Und was alle glauben, ist, diese Wahrheit, an die sie glauben, die wird ihnen vorenthalten. Von irgendwelchen bösen Mächten, irgendwelche Leute, die da oben, die sind ultra hart, die haben eine Verschwörung. Was wollen die? Die wollen uns, die Deutschen, die deutsche Bevölkerung und das deutsche Volk, knechten, unterjochen, kaputt machen. Die sogenannten Reichsideologen, die Reichsbürger, die haben nur einen Special Trick und der ist in Deutschland wahnsinnig beliebt. Das ist diese Vorstellung, die Bundesrepublik ist Teil von dieser großen Verschwörung. Nachdem wir da dann 4-5 Stunden Steine gekloppt haben, kam ein großer stämmiger Mann rein und meinte, er müsste mal mit mir draußen sprechen. Er hat direkt so einen Eindruck gemacht, als würde er zur Kerngemeinschaft gehören, also ein höheres Tier sein. Und dass der sich mit mir dann unterhalten will,
Da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Der Marvin hier? Marvin? Ich? Ja, grüß dich. Hi. Kann ich kurz mit dir sprechen? Ja, klar. Jetzt stellst du mir die Frage, weil du bist ja bekannt für Prank-Videos, die sich so einschleust. Ist das auch der Grund, warum du hier bist? Ich habe ehrlich gesagt einfach das Interesse, weil ich halt viel über euch gelesen habe, dass ich es mir erstmal anschaue. Na gut, weil ich hatte von Marco gehört, der hatte mir mal kurz was gesagt, dass da jemand da war. Ja gut, Marvin, dann bin ich mal gespannt, ob du da was bringst über uns. Erstens hätte ich nicht gedacht, dass man auch im Königreich meine Videos guckt. Und zweitens war ich dann doch schon ein bisschen überrascht, dass mein Besuch beim Tag der offenen Tür für so viel Unruhe gesorgt hat, dass die Führungsriege sich mein Gesicht merkt und dann doch mal lieber nachfragt, ob ich beruflich oder privat vor Ort bin. Und ich bin ehrlich, das hat mich schon ein bisschen nervös gemacht. Aber bevor ich dann Feierabend gemacht habe, bin ich nochmal in das Schloss reingegangen. Guck mal, hier scheinen tatsächlich doch schon Leute zu wohnen, weil sie hier halt ihre Utensilien drin haben. Ein anstrengender Tag geht im Boxberg zu Ende. Nicht nur körperlich war es anstrengend, sondern auch mental. So richtig sagen konnte mir niemand, worauf sie hinarbeiten, was sie sich davon versprechen und vor allem, welchen Nutzen sie davon haben, bei einem Dorfprojekt mitzuarbeiten, in denen bislang nur die obere Riege leben darf. Also irgendwie profitiert gerade wirklich nur die obere Liga von den Angehörigen vom Königreich Deutschland. Durch meinen Besuch in Bärwalde wollte ich ja herausfinden, ob das Königreich Deutschland wirklich nur ein Auffangbecken für unzufriedene Menschen ist. Und ja, meine These hat sich bestätigt. Jeder vor Ort hat irgendwie ein individuelles Problem und dann kommt ein Esoterikladenbetreiber vorbei und sagt, ich habe für all eure Probleme eine ganz einfache Lösung. Vertraut mir. Wenn du alles glaubst, was dir ein König Peter erzählt, es gibt die große Weltverschwörung, die machen dich fertig, es gibt kein echtes Land, das Land ist gegen dich, die Presse ist eine Lüge, Medizin ist eine Lüge, Politik ist eine Lüge, sie sind hinter dir her, der Boden ist vergiftet, es gibt Chemtrails. Ganz ehrlich, wenn du das alles wirklich glaubst, meine Güte, ich würde dann auch mir eine Schrotflinte nehmen, sie absägen, durchladen und mich im Keller verschanzen. Das ist die logische Konsequenz. Das ist eine Ideologie der Notwehr. Angstmache. Angstpornografie. Was ist das Fazit aus meiner Reise ins Königreich Deutschland? Klar findet dort kein bewaffneter Kampf statt, nichtsdestotrotz ist es der erste Schritt in eine gefährliche Richtung, wenn dort für tausende Menschen Angstmache betrieben wird, weil immer von einer Verschwörung gesprochen wird, die es im Endeffekt nicht gibt. Und auch der Verfassungsschutz warnt vor Peter Fitzek. Zum Beispiel haben sie mal versucht, in Sachsen ein millionenteures Schloss dem Königreich wegzukaufen, aber für sowas fehlen einfach die finanziellen Mittel. Was ist die Moral von der Geschichte? Glaubt nicht alles, was ihr im Internet lest und vor allem hört auch euren Freunden und eurer Familie zu und erkennt, falls jemand Probleme hat, bevor er sich so einer Gruppierung anschließt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt doch mal eure Meinung zum Königreich in die Kommentare. Ich freue mich auch über jedes Abo und jedes Haus, was ihr mir schenkt, damit es das Königreich nicht bekommt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Das hier ist die Endcard und wir haben bis zum Tag der Veröffentlichung gewartet, weil wir dem Königreich auch die Chance geben wollten, sich fairnesshalber hierzu zu äußern. Aber obwohl wir die Fragen hingeschickt haben, gab es keine Antwort von König Peter I. Apropos Betrüger, hier gibt es noch ein Video, wo ich mir einen gefälschten Impfpass kaufe und hier unten seht ihr mich das erste Mal saufen. Klickt gerne auf eines der beiden Videos, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!